wieder auf der Hase. Hallo bei den Spielzeugtestern. Frohe Ostern. Von mir auch. Baby Born und ich, wir gehen jetzt auf Eiersuche. Und schaut mal, zeig mal, Püppi. Ihr seht aus wie Zwillinge. Ja. Wie Schwestern. Und wir suchen mal nach dem Versteck. Ja, ich fürchte, Mama, der Osterhase hat nicht gut versteckt, Püppi. Ja, da hinten. Hat sie schon was entdeckt? Ja. Okay. Dürfen wir dir folgen? Ja. Okay, das ist überdeutlich. Darf ich gucken? Ja. Schoki! Kinderschoki. Mit sogar einem Brief. Ja. Das ist von Oma. Ah. Da können wir nachher reingucken, okay? Ja. Soll ich das halten so lang? Ja. Okay. Oder ein. Ah, da kommt Papa mit der Tasche. Wir haben noch was entdeckt. Ich denke hier mit meinen Schuhen. Ja, Hanna musste ihre Hacken anziehen. Ihre Pumps aus Florida. Was war das jetzt überhaupt? Wir haben es gar nicht gesehen, Schnucki. Rote Erdbeerschnüre. Was ist das? Ach, so ein Fluggerät. Kannst du das gleich mal ausprobieren dann? Ja, aber erst soll sie suchen. Wir gehen erst mal aufs Trampolin und gucken. Und wir können gleich mal eine Runde hüpfen. Mit den Schuhen? Nicht mit den Schuhen. Dann mach das Trampolin zum Schluss, dann kannst du die Schuhe ausziehen. Okay. Ich meine, wer weiß, ob überhaupt beim Trampolin was ist. Ja. Ja, wir haben doch was entdeckt. Oh, vielleicht sind die schon geschmolzen. Sind die weich? Ein bisschen. Die sind zusammengewippt. Ja, weil. Spaß. Wo? Das, ja, das. Das geht nicht anders, wenn man es in den Baum hängt. Der Osterhase kommt aber auch auf Ideen, Sachen in die Tanne zu hängen. Pippi hat. Also Babyborn hat alle Sachen entdeckt bisher. Ich habe noch gar nichts entdeckt. Oh mein Gott. Oh, soll ich es dir mal abnehmen? Dann kannst du gucken, was es ist. Hm. Hier sind Lollis. Köstlich. Osterhasen und deinen Freunden. Dann tu die mal in die Tüte. Zack. Was noch? Eine Zeitung von Spirit. Genau. Sogar mit einem Spiel. Mhm, da musst du die Ringe versuchen, über diese Nupsis da zu schießen. What? Schon drei. Spannend. Ich habe schon alle Farben. Oh, guck mal, unser Nachbarshund kommt gerade. Alter! Da wäre ich fast weg gewesen eben. Das ist bestimmt das Hasenloch, da. Ja. Vielleicht wollte er da. Hier wird's gehen. Neo. Neo. Hi. Hi, Süßer. Frohe Ostern. Hi, frohe Ostern. Düdel, düdel, düdel. Die Ellie ist nicht da. Die ist bei Oma. Und was haben wir hier noch? Lecker. Haselnusskerne mit Schoki. Da hinten. Wie? Schon wieder was entdeckt. Und da kommen wir doch. Von unserer Sammelsurium-Ecke hier. Aber ich glaube, ich sehe, was du meinst. Ah, da waren Dorn. Sachen gibt's. Die kennt ihr vielleicht von Instagram. Da sind Hannas Erbsen drunter. Ja, hier. Was ist es? Dreh's um. Ich nehme es mal. Sag ich mal, ein Hoodie. Ein Hoodie? Ein Hoodie. Ein Hoodie, ein Hoodie, ein Hoodie. Oh, Pippi ist eine gute Hilfe. Oh, da sehe ich was für mich. Das ist für Papa. Nein, nein, nein. Ach, oh, köstlich. Meiner. Sind aber auch schon ganz weich. Echt? Ja, meins. Die Sonne hat echt eine Kraft. Meins.
Strahlenblauer Himmel. Hui. Jawohl. Gras fürs Volk. So, ich glaube, das war's. Das war's. Ich habe jetzt was entdeckt mal. Und zwar hier oben. Oh, ein Basketball. What? Ein Hase, glaube ich. Ja. In den Ohren. Ich komme da aber nicht ran. Na, jetzt streng dich mal ein bisschen an. Wow. Fast. Fast. Oh. Oh, gut, dass er so flauschig ist. Ah. Zeig ich ihn mal. Boing. Babyborn wollte damit spielen. Er ist ja ganz zuckersüß. Ist er weich? Mega. Er passt jetzt hier auf die Schoki auf. Wir gucken mal da hinten. Okay. Da hinten? Die drei Freizeichen. Yay! Zeig mal. Und zwar Monsterferien. Das sind wirklich Monsterferien, diesmal so lang, wie die sind. Ja. Den Zaun bitte ignorieren. Und die gleich noch mehr Leckerlis. Ja. Du hast so wenig Hände, glaube ich. Ja, und noch mehr Gras. Aha. Wir kommen wieder. Wir suchen jetzt die nächste Sache. Ich hab's schon. Was könnte es sein? Hier, ein Buch zum Ausmalen. Hier das. Ach, das sind diese Kratzdinger. Weißt du? So, und mein Ü-Ei. Schoki für mich. Nee, für mich. Nein. Ich krieg das innen drin, okay? Willst du reingucken? Ja. Dann setz Pippi mal hier hin. Oh, nicht auf unsere Bohne. Sie ist müde. Ein bisschen. Ja. Das war aufregend schon. So, hier ist ein kleines Bettchen. Das will ich auch haben. Was ist das denn jetzt eigentlich für ein Tier? Ich glaube ein Rabe. Hm. Sind das nicht kleine Schäfchen? Und was hat Hanna? Das können tatsächlich. Du hast das schwarze Schaf erwischt. Das schwarze Schaf, das bin ich. Hm? Ja, das sind Schäfchen. Guck mal. Ah. Ja, jetzt da kann man es auch erkennen, aber da sieht's auf der Schaukel sieht es aus, als hätte es einen Schnabel ein bisschen. Ja. So, und jetzt gehen wir beide aufs Trampolin, um zu gucken. Pippi auch? Ja. War sie überhaupt schon mal auf dem Trampolin? Nee. Ich glaube auch nicht. Aber dann musst du echt gleich deine Schuhe ausziehen. Ja, und sie auch. Ach stimmt, ja. Ihr müsst beide die Schuhe ausziehen. Ja. Da ist das Trampolin. Ich sehe nichts. Also hier ist definitiv kein Osternest. Aber wen haben wir denn hier? Wen haben wir denn da? Ein nicht zu kleinen Käfer. Und da oben klettert das gleiche Tier. Mami, ich guck dir zu. Ja. So, jetzt ziehe ich Pippi die Schuhe aus. Ja. Flop. Schuhe 1. Die kommen in meine Schuhe. Genau den gleichen Gedanken hatte ich auch gerade. Perfekt. Ich sehe was. Wir gucken mal hier unten drunter. Einmal nochmal die drei Fragezeichen, Kids. Wie heißt das? Spuk in der Schule. Oh, das klingt alles sehr gruselig. Das passt zu Halloween. Ja, wir haben doch Ostern. Ja. Upsala. Und was haben wir hier noch? Oreos. Oreos. Wie der Osterhase. Wie der Osterhase? Wie zwei Osterhasen gerade. Ah, ich glaube, sie hat schon wieder was entdeckt. Ja. Das sind zwei Shirts und eine Karte nochmal. Ach guck, dann ist das bestimmt von Oma. Ja. Ich kann fliegen. Wow. Das war ein gewagter Sprung. Puckklatscher.
Ihr seht süß zusammen aus in den Outfits. Die habe ich übrigens von eBay Kleinanzeigen. Habe ich durch Zufall entdeckt und bestellt, weil ich das so süß fand und es passt sogar. Also Hanna trägt jetzt hier Größe 134 und das ist extra für Baby Born. Das ist immer ein Set und man kann sich die Kindergröße aussuchen und die Dame näht das dann in der entsprechenden Größe und das ist auch gar nicht teuer. Ich verlinke euch den Shop einfach mal. So, Hanna macht sich auf die Suche nach dem letzten Osternest. Ah, ein kleiner Osterhase. Oh, das ist für Papa. Das ist ein kleiner Osterhase, den kriegt Papa. Papi. So, und ist da vielleicht noch was? Kommst du nicht dran? Mmh, ein Flugzeug. Es tut mir leid, dass ihr jetzt unsere Mülltonnen angucken müsst, aber es ist wie es ist. Ja. Oh oh. Ist nicht alles perfekt. Ja. Ui. Genau. Oh, das sieht aber gemütlich aus. Guck mal, dann kannst du zugucken, wie deine Mami das Flugzeug auspackt. Obwohl sie ein bisschen aussieht, als wenn sie schlafen möchte. Ja, sie schläft auch schon. Also leise. Das war ja auch aufregend, ne? Hanna baut das Flugzeug hier zusammen. Aber vorsichtig. Ja, weil das ist nur Styropor. Oh. Oh, da wird einem ja übel. Oh, okay. Ein sehr guter Flug. Mal gut, dass da keine Passagiere an Bord sind. Ja, das geht, glaube ich, noch besser. Ja. Ah, ja, ja, ja. Vielleicht sollten wir das andere Teil mal ausprobieren. Ja. Genau. Und mit Schmackes. Wow! Meine Hände wieder auf. Oh. Jui. Oh, oh. Oh, oh, oh. Und tschüss. Also, ja. Wir wünschen euch noch schöne Ostern und tolle Ferien. Bis zum nächsten Mal bei den Spielzeugtestern. Tschüss. Tschüss. Tschüss, Hasi. Sie mögen sich. Mhm. Haben ja auch ungefähr die gleiche Größe. Ja. Kann man gut kuscheln.